Servus. Wir sind wieder unterwegs. Und zwar fahren wir einfach mal jetzt 2 Nächte weg, um das ganze Setup zu testen, was wir jetzt zusammengeschustert haben, sage ich jetzt mal. Wir fahren an den... Das ist nördlich von Cottbus in etwa. Einfach mal bei Google eingeben. Sieht ganz niedlich aus dort. Und dort hat man auch relativ viel Ruhe wahrscheinlich. Etwas kleinerer Campingplatz, mehr oder weniger auch Dauercamper und Strand. Und wir zeigen euch einfach alles, wenn wir dort sind. Servus, wir sind angekommen. Wir machen gerade Essen. Da ist das Klopapier, die Küche ist fertig. Und bei uns gibt es heute Spargel. Da ist der Spargel. Da, das Bier ist auch schon offen. Jenny hat gerade unseren Dutch-Ofen sauber gemacht. Und dann nehmen wir euch mal mit. Gibt Bratkartoffeln dazu, wir gucken mal. Dann gucken wir mal, ob wir heute noch eine Runde Boot fahren. Später. So, wir machen jetzt ein kleines Cooking-Tutorial draus. Und zwar Spargel, Alufolie, Knoblauch, Butter, Salz, Pfeffer. Und dann hauen wir das Ganze in den Dutch-Oven. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Sonst machen wir das immer im Ofen. Und hier gibt es noch schön dann die Bratkartoffeln dazu. Die machen wir aber in der Pfanne. Und dann gucken wir mal, ob es schmeckt. Bis später. So sieht das ganze Spektakel aus. Knoblauch, Butter und der Spargel. Grüner Spargel, Alufolie. So, Jenny, die macht jetzt hier noch ein bisschen Salz drauf. Immer schön drauf, man kann viel mehr, genau, immer schön. Ja, gut. So, noch ein bisschen Pfeffer dran. Pfeffer geht immer. Gut. So, jetzt geht das Ganze in den Dutch Oven. So, Kartoffeln sind fertig. Jetzt geht's weiter, dass wir die Bratkartoffeln machen. Der Spargel köchelt hier so schön vor sich hin. Wir gucken mal rein. Oh. Es riecht schon fantastisch. Wir sind gespannt. Ich zeige euch, wenn es fertig ist. Bis später. So, wir haben jetzt die Zwiebeln drin. Speck gab es leider nicht. Wir machen die Bratkartoffeln gerne mit diesem Speck. Und dann nehmen wir eben Schinkenwürfel. Da war einer fort. Okay, so, dann braten wir schon die Zwiebeln drin an. Und wir können schön die Kartoffeln drauf. Voilà. Ein bisschen finster geworden der Knobi, aber sonst soweit ganz gut. Gucken wir mal, ob es schmeckt. So. Sonnenuntergang. Wir sind auf dem See mit dem Boot. Wir wünschen euch auch einen schönen Abend, schönen Nachmittag, schönen Vormittag. Wir sehen uns morgen wieder. Total cooler Spot hier, der Campingplatz am... Was hier? Kann ich total empfehlen. Wahnsinnsruhe, man kann abends rauspaddeln und wir gucken uns jetzt noch den Sonnenuntergang an. Bis später.
Wir machen Kaffee. Frühstück. Los geht's. Wir fahren jetzt eine Runde Boot. Ich sehe zerzaust aus. Kommt ihr mit? Bestimmt. So sieht der Spaß aus von Weiden. Und wir drehen jetzt gleich mal automatisch eine Runde. Aus der Hängematte. Haben wir jetzt hier den ganzen Tag gechillt? Dann sehen wir uns später. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis bald und bis irgendwann. Ciao. Heute absoluter Härtetest. Guckt euch das an. Hier unser Fernsehsender. Und Wahnsinn, das Tisch. Aber ich bin Bock. So. Also, wir lassen das damit ausklingen hier den Tag. Das Video genauso. Wir verabschieden uns jetzt. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.